So, Freunde, unser neues Online-Magazin ist draußen. In jeder Ausgabe die Texte unserer Videos zum Nachlesen. Also ab in den Shop, Online-Magazin runterladen und loslegen. Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhafts reagiert. So, mal wieder eine Reaction zu einer Kriegsserie, das haben wir ja schon mal gemacht mit Band of Brothers. The Pacific habt ihr auch euch schon gewünscht, habe ich aber noch nicht gemacht. Und jetzt kam gerade neu auf Apple TV Masters of the Air. So, ich habe durch Zufall auch Apple TV, irgendwann mal durch einen Handykauf war das irgendwie dabei und seitdem habe ich das auch. Also habe ich mir das nicht extra zugelegt, nur für die Serie. Und kam die Serie und dann habe ich gedacht, ach komm, guckst du mal rein, vielleicht findest du ja irgendwas, was du nehmen kannst für eine Reaction. So, habe ich mir die ersten 4 Teile reingezogen, wie man so schön sagt, und war eigentlich ganz angetan, weil natürlich, das sind die Macher von Band of Brothers und The Pacific und das war ja schon wirklich gut gemacht. Tom Hanks steht dahinter, Steven Spielberg und die Serie ist natürlich sehr neu und ich hatte mir gedacht, naja, da werden vielleicht auch die Deutschen nicht ganz so schlecht abschneiden, aber oder wir Deutschen nicht ganz so schlecht abschneiden, aber tatsächlich, naja gut, sage ich gleich nochmal was zu. Ja, worum geht's da? Also wer das noch nicht gesehen hat, es geht um die 8. US Army Air Force, also wir sind im Zweiten Weltkrieg, 1943, England. Die 100. Bombergruppe ist dort stationiert, das heißt die fliegenden Festungen B-17, fliegende Festungen heißen die, weil die halt sehr schwer bewaffnet sind mit ihren 10 MGs, die sie mitführen, also Kaliber 50, die 12,7 mm Maschinengewehre und die sind natürlich für feindliche Jäger, also für deutsche Jäger schon ein Riesenproblem. So, nun muss man aber auch aus der Geschichte wissen oder um die Geschichte wissen, die Engländer haben das Deutsche Reich damals nachts bombardiert und die Amerikaner haben die Tagesbombardements gemacht. So. Und die Engländer haben das so ein bisschen, gesagt, ihr seid da verrückt, ihr fliegt da am Tage hin. Gut, dann trifft man vielleicht auch besser. Um den ganzen Bombenkrieg wollen wir uns hier nicht kümmern und auch nicht um Bomber Harris und wie viele Städte und Dresden und das alles und Feuersturm wollen wir gar nicht beschnacken. Wir wollen einfach nur über diese Serie reden und das habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben. Darüber möchte ich nur reden. Also ich möchte objektiv rangehen. Jetzt muss man aber auch noch ein bisschen den militärischen und den zeitlichen Hintergrund sehen. Also 1943, als diese Serie spielt in der Zeit, schafften die amerikanischen Bomber von England es halt natürlich rüber bis nach Deutschland und auch noch weiter. Aber das große Problem war, der Jagdschutz hörte ungefähr Höhe Belgien, Niederlande so in dem Bereich auf. Und dann waren die Bomber auf sich alleine gestellt. Und da haben natürlich die Jäger, die deutschen Jäger, drauf gewartet und haben sich dann diese Bomber vorgenommen. Und die waren natürlich dann leichte Beute, ne? Also leichte Beute, naja, kann man so und so sehen. Aber später im Kriege hatten sie nachher die P-51 mit ihren Zusatztanks. Das heißt, sie hatten Begleitschutz viel, viel länger. Und man muss sich das auch so vorstellen. Und ich erkläre das jetzt mal wie jemand, der nicht so viel Ahnung hat von der Luftwaffe. Wenn so eine Bombergruppe kommt und ist mit Jagdschutz dort und die Jäger greifen an, dann muss eigentlich der Jagdschutz erst bekämpft werden und dann die Bomber. Also hat man meistens, und das kennt ihr aus den Tagebüchern von den Jagdfliegern, die wir auf dem anderen Kanal ja bearbeitet haben, dass immer eine Gruppe den Jagdschutz angreift und wegzieht von den Bombern und die zweite Gruppe greift dann die Bombe direkt an. So, in dieser Serie ist es aber so, das passiert natürlich noch nicht. Also die ersten 4 Folgen, da passiert das nicht. Die werden halt quasi von den deutschen Jägern auseinandergenommen. Und man sieht tatsächlich auch nicht viel deutsche Soldaten dort. Also man gibt dem Feind kein Gesicht, damit man vielleicht auch keine Beziehung aufbaut. Man sieht die Flugzeuge, man sieht ein paar Leute an der Flak und man sieht im deutsch besetzten Frankreich mal hier und da einen Offizier rumlaufen, aber ansonsten findet man keine Beziehung. Der Deutsche ist das böse Monster, das auch nicht falsch verstehen, aber so ist es dargestellt und meine Güte. Dann ist das eben so, das stört uns aber nicht. So, bevor ich mich hier Grund und Boden quatsche, ich habe mir nur ein 4 oder 5 Minuten langes Stück rausgesucht aus, und ich glaube, das war Teil 3, wo sie den Angriff auf Schweinfurt fliegen. Also das ist mit einer der schlimmsten Angriffe gewesen für die amerikanischen
für die amerikanischen Bomber, weil die so immense Verluste hatten. Das werde ich aber auch nachher am Schluss nochmal auch ein bisschen erklären, wie viel da wirklich passiert ist und auch wie die deutschen Jäger gearbeitet haben, weil ich das alles nicht in dem Clip unterbringen kann, wenn wir das analysieren. So, das war jetzt schon wieder wirklich lange Vorgeplapper. Es hilft aber nichts. Viele von euch haben kein Apple, deswegen, wenn wir in die Szene einfach einsteigen, dann müsst ihr ein bisschen Hintergrundwissen haben. Könnt ihr auch alles nachgoogeln, ist alles nicht so schwer, könnt ihr alles nochmal nachlesen. Wir steigen jetzt mal ein in die Szene, wo diese Bomber versuchen, Schweinfurt zu bombardieren. Los geht's. So Leute, dann legen wir mal los mit dem Teil, den ich rausgesucht habe. Das ist doch ein paar Minuten länger, aber das ist ja auch egal, wir haben ja alle Zeit und außerdem könnt ihr euch das ja immer wieder anschauen, wenn ihr zwischendurch mal weg müsst. Also, wie ich schon gesagt habe, die 100. fliegt hier Richtung Deutschland, muss sich natürlich auf dem Weg vielerlei Gefahren stellen und da steigen wir jetzt einfach mal ein. So, man sieht ja schön diese Kondensstreifen hier. Ne? Das ist natürlich ein Einladen für alle Jagdflieger nachher und natürlich auch für die FLAG. Man sieht natürlich schon hier die ganzen FLAG-Explosionen. Und ich hatte eigentlich auch immer gedacht, dass die FLAG doch echt effektiv war, wenn sie rundherum gestellt war. Aber ich glaube, das Problem war immer wirklich, dass die FLAG-Granaten mit der Zünderstellmaschine auf die richtige Höhe eingestellt waren. Und dann natürlich gab es immer einen riesen Splitterregen, wenn so eine Granate explodierte. Aber so ein Volltreffer war natürlich doch eher selten. Hier sieht man schön, wie das, was hier dreht, das ist quasi der in der Top-Kanzel, der Schütze mit seinem Zwillings-MG und der passt natürlich auf und hier sitzen die beiden Piloten. Kommando Pilot an Crew. Sieht jemand die anderen Einsatzgruppen? Funk negativ. Kurzwelle negativ. Radar negativ. Negativ, Sir. Negativ. Ja, da muss man dazu wissen, dass die eigentlich alle zusammen gestartet sind in England auf ihren Bases und sollten sich natürlich dann sammeln und sollten wirklich alle zusammenfliegen, um diesen Riesenpulk schwieriger angreifbar zu machen. Aber das hat natürlich wieder mal nicht geklappt. Wegen Nebel kam dann die nächste Gruppe und die nächste Gruppe später. Das heißt also, es sind nicht alle zusammengeflogen, sondern mit Verzögerung von 3-4 Stunden hintereinander. Die Ziele waren hier Regensburg und Schweinfurt, also Flugzeugwerke, Kugellagerwerke. Und man hatte sich überlegt, wenn man diese ganzen Kugellagerfabriken ausschaltet in Schweinfurt, dann können die auch, die deutsche Rüstungsindustrie kann da nicht weiter produzieren. Sage ich aber nachher nochmal was zu. So haben wir uns das nicht verkauft. Sie sagten, dass wir das meiste abkriegen würden. Ja, ich weiß, aber die anderen Einsatzgruppen sollten hinter uns aufräumen, damit die sich nicht noch einen Nachschlag holen. Wo sind die, hm? Wir. Es ist wirklich niemand zu sehen? Keine Menschenseele. Wir sind allein. Ja, jetzt sieht man natürlich, wie dicht die Burschen hier zusammenfliegen. Die haben ja das sogenannte Prinzip der Combat Box gelebt dort oben, also auf jeden Fall 43 noch. Das heißt, diese B-17-Bomber mit ihren 10 MGs, also mit diesen 12,7, wir nennen das jetzt mal spielerisch Kaliber 50, wollten so eng oder sind so eng zusammengeflogen, dass sie quasi eine kompakte Box gebildet haben, nach oben, unten, links, rechts. Das heißt, wenn angreifende Jäger in diese Box reinflogen, kriegten sie von ganz vielen MGs diese Geschosse um die Ohren gehauen und hatten wirklich ein großes Problem, da überhaupt ranzukommen, wenn die Formation eng genug flog. Aber mal drüber, na, so nicht vergessen, da sage ich nachher nochmal was zu. Crank, können wir irgendwie näher an Blakely rankommen? Ja, was mich am Anfang auch so ein bisschen, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, am Anfang ein bisschen gestört hat, dass die ganzen Kameraden da extrem jung sind und auch schon hohe Dienstgrade haben. Also Lieutenant, Captain, Major und die sehen aus wie 25. Und auch die Warte, die die Flugzeuge warten, also reparieren, die sehen aus wie 12. Tatsächlich habe ich mir noch ein paar Videos dazu angeschaut, wo sie tatsächlich, also Veteranen interviewen und die haben auch gesagt, die waren wirklich super jung alle. Also das waren wirklich halbe Kinder noch, die quasi aus der Schule direkt zum Militärdienst und dann in die Flugzeuge gestiegen sind. Also alte Männer konnte man da nicht sehen und das haben die bei der Umsetzung dieser Serie wohl wirklich gut gemacht. So war das.
Ja, das geht. Immer diese lautstarken Beifahrer. Ganz genau, Crank. Okay, also meine erste Frage, und das habe ich aber nicht nachgelesen, das müsste ich vielleicht nochmal nachgucken. Die hauen unheimlich viel Leuchtspur raus. Ich meine, ja, das mag schon sein, aber ich glaube nicht, dass die so viel Leuchtspur hatten. Nicht, also weiß ich nicht, müsste man mal nachlesen. Ne? Dass die ist wahrscheinlich für den Film geschuldet. Wir haben noch Backup gesehen. Gegen auf 2 Uhr. Und Abschuss. Also, fantastisch. Erster Einsatz richtig gegen deutsche Jagdflieger. Der fliegt im Vorbeiflug mit 700 km/h. Ich meine, wir müssen ja immer rechnen, wie schnell ist der Bomber? Weiß ich nicht, 350. Wie schnell ist die Me 109? Oder Focke Wulf kommt vielleicht angeflogen mit 500, 600 km/h. Keine Ahnung, also die Annäherungsgeschwindigkeit ist ja enorm. Und dass der dann im Drehvorbeiflug den trifft, okay. Zweiter Abschuss. Und hier sehen wir auch eine schöne Aufnahme von dem Schützen in der Kanzel unten im Turret, ne, wie heißt das? Im Ball, ach, fällt der Name nicht ein. Auf jeden Fall in der Kugel, die unten dran hängt und wo er nach unten runterschießt, auch mit dem Zwillings-MG. Also man sieht tatsächlich nicht viel von den Kameraden hier. Also ich hätte jetzt gesagt, im Vorbeiflug sind das Messerschmidt, kann aber auch Focke Wulf sein. Da bin ich auch nicht so jetzt, dass ich das durchstoppen kann. Was mich nur ein bisschen irritiert ist, die sind jetzt nur in dieser ganz engen Box und die Maschinengewehre feuern in alle Richtungen. Also dass die sich nicht gegenseitig getroffen haben. Also dass ich bin jetzt Steuerbord, Gunner und baller dann auf so eine Me 109 Dreh mit. Und treffe dann mein Kameradenflugzeug. Also. Linker Flügel getroffen. Oh, sie zieht nach links. Linke Klappe blockiert. Gleich aus. Oh ja, das meine ich, ne? So, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo man ein bisschen drauf achten muss. Also, die Jagdflugzeuge schießen hier wohl Raketen ab. Geschoss auf 2 Uhr! So. Die Rakete schlägt ein und trifft. Da gehen wir nochmal zurück. Geschoss auf 2 Uhr! Okay, was kann das sein? Also wer sich mit dieser ganzen Geschichte mal auseinandergesetzt hat, und das werde ich am Schluss nochmal extra beleuchten, die ganze Sache, weil das würde hier den Rahmen sprengen. Also die angreifenden Focke Wulf, Me 109, die Bf 110 und auch tatsächlich U 88 waren ausgerüstet mit Werfersätzen, also wir kennen ja die Nebelwerfer aus dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise die Nebelwerfertruppen mit ihren 21 cm Werfer geschossen oder Granatwerfer ist es ja nicht gewesen, also Raketen, die abgefeuert worden sind. Die Dinge haben sie unter die Tragflächen montiert, bei der Focke Wulf und Me 109 jeweils eine unter dem Flügel oder hier zwei, je nachdem, auf jeder Seite ein und bei den Zerstörern bzw. bei den Bombern dann eben vier Stück. Und diese Werfergranaten waren so konzipiert, dass die mit ihren, und jetzt muss ich genau nochmal, damit ich das nicht falsch erzähle, 21 cm Nebelwerfer 42 war das. Das waren 110 Kilogramm schwere Geschosse, die mit einer Zeitverzögerung geschossen wurden. Das heißt, die hatten keinen Aufschlagzünder, also die treffen das Flugzeug und explodieren, sondern die wurden abgefeuert, hatten eine Flugzeit von 850 Meter oder eine Entfernung, dann zündeten die durch. Und wenn sie dann an dem Bomber dran waren, diese Riesenexplosion, war dann entweder so verheerend, dass der Bomber schwer beschädigt wurde, er wurde aus der Bahn geworfen, er wurde abgedrängt, die Piloten haben sich erschrocken oder sie haben quasi durch die Druckwelle die anderen, weil sie an dieser kompakten, engen Formation geflogen sind, die anderen berührt. Die sind aber nicht eingeschlagen und direkt beim Einschlag explodiert. Also das, was wir hier gesehen haben, okay, ist natürlich Film, aber wenn so ein Ding einen Bomber trifft und in einem Bomber explodiert, ist der Bomber weg. Scheiße! Wir haben Kräfte getroffen. Norman? Stroud? Verlieren Geschwindigkeit. Müssen Leistung erhöhen. Ja gut. Norman! Stroud!
Noch einer abgeschossen. Also die sind wirklich... Und jetzt gucken wir uns mal dieses Abwehrfeuer an. So, die sind ja nun wirklich in aller engen Formation, schießen ja in alle Richtungen. Und sozusagen, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Wenn man jetzt den das vom Jagdflieger Tweetmeier sich nochmal anhört, das Tagebuch, wie die Bombe angegriffen haben, wie diese Kämpfe gelaufen sind und wie viele von denen abgeschossen worden sind bei diesen Angriffen auf die Bomber. Das waren ja nicht viele, die wurden zwar getroffen von den, ich sag mal, von den Geschossen, von den 12,7, also Kaliber 50 Dingern, wurden auch beschädigt, aber die sind ja auch nicht alle abgeschossen worden. Also Treffer von so einer 12,7 hat das Flugzeug ja nicht komplett vom Himmel geholt. Deswegen finde ich das in der Relation immer schwer, wenn man so ein Tagebuch oder zwei Jagdflieger-Tagebücher schon mal vorgelesen hat. Und ich habe gerade das von dem Lippert gelesen, das ist auch ein Jagdflieger, der auf Bomber gegangen ist, wie der das beschreibt, wie das war und wie es dann jetzt hier dargestellt wird. Also da sieht man wieder, also Scheiße, Bug wurde getroffen. Ah, scheiß drauf, ich geh runter in die Nase. Roger. 7 Uhr unten, noch einer auf 2 Uhr. Achtung, Murph, ich übernehme das Geschütz. Ha. 10 Uhr unten, weit fliegen in eure Richtung. 2 Uhr oben, die teilen sich auf. Die sind hinter Bug her. Jäger, 2 Uhr oben. Verstanden, ich sehe sie. Schießt sie auf, Jungs. Okay, also da muss ich aber natürlich wieder die Luftwaffenexperten fragen. Das natürlich so als CGI und Trick, ist ja egal, machen die aber nach Vorgaben. Aber so ein Bomber, der sich in der Luft so rumdreht, das ist ja eigentlich durch den Luftwiderstand eigentlich gar nicht möglich. Egal. Ja, so ein guter Punkt, hatte ich am Anfang auch nicht gesagt. Also so eine Besatzung von so einem Bomber waren 10 Mann. So, und die konnten natürlich auch, wenn sie schwer beschädigt waren, rausspringen, wenn sie dann nicht schwer verwundet waren und sind natürlich dann in Gefangenschaft marschiert. Aber jede Bomberbesatzung 10 Leute, wenn die 10 Bomber verlieren, also abstürzen, explodieren oder die Leute springen raus, dann haben die 100 Mann verloren. Ne? Ich meine, die wachsen auch nicht auf den Bäumen. Stark ab, er fällt aus der Formation raus. Wir verlieren Treibstoff! Ja, das sehe ich! Der linke Flügelbrett! Sollen wir abspringen, Roy? Roy! Roy! Sollen wir abspringen? Sollen wir abspringen? Pilot an Crew! Verlass die Festung! Abspringen! Verlass die Festung! Abspringen! Hast du abspringen gesagt? Ja, verdammt! Zerstör den Missionsbefehl und dann spring! Pilot an Bombenschützen! Bombenschachtung geöffnet! Roger! Gut, die sind ja noch auf dem Hinweg. Das heißt, die Bomben sind ja auch noch mit drin in den Eimern, ne? So, und jetzt müssen die ja gleich irgendwie sich was überlegen, was sie mit den Bomben machen, weil die sind ja sowieso mit den Dingern nicht gelandet. Da, ja. So, die werden jetzt alle abgeworfen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind die nicht scharf. Also das ist jetzt ein Notwurf, die werden abgeworfen, die fallen dann irgendwo in die Erde, bohren sich dann irgendwo rein oder was auch immer die treffen, aber die explodieren nicht, weil die halt nicht scharf sind. Und genau dasselbe wurde auch gemacht, wenn die ihre Bomben nicht losgeworden sind, sind zum Stützpunkt geflogen, dann sind die mit der Bombenlast nicht gelandet. Das wird heute auch noch so gemacht, die Sachen werden einfach irgendwo gedroppt. Gutes Beispiel kenne ich da noch von Kameraden von mir, die mussten nach dem Jugoslawienkrieg, gab es eine Dropzone in der Adria, da haben quasi die Amerikaner ihre nicht benutzten Bomben abgeworfen und in dieser Dropzone wurde quasi die Ordnance, so nennt sich das ja, dann gesprengt, damit das nicht die Schifffahrt behindert hat.
Das war mal schön knapp, ne? Aber er ist wenigstens noch rausgekommen. Aber die sind natürlich schon über, ich weiß gar nicht, ob die Frankreich, Holland, wo auch immer sie jetzt gerade drüber sind, wo auch immer du landest, die werden dich einfangen, ne? Und dann geht's ab in die Kriegsgefangenschaft. So, jetzt sind natürlich keine Jagdmaschinen mehr da, weil natürlich der erste Angriff ist vorbei. Jetzt muss man aber auch wissen, bei diesem Operation oder bei der Operation Double Strike, so hieß das ja, der im August stattgefunden hat gegen Schweinfurt und Regensburg. Das war ja auch ein Angriff, wo die deutschen Jagdflugzeuge dann quasi angegriffen haben, sind dann gelandet, aufmunitioniert, sind nochmal gestartet oder die nächsten Jagdfliegerverbände wurden rangeführt. Deswegen haben sie diese ganze Bombergruppe Stück für Stück für Stück auseinandergeschossen. Und dann kamen die nächsten, die später losgeflogen sind, auch und so weiter und so fort. Es war also wirklich ein ganz verheerender Angriff. Die Zahlen, die gehen wir gleich nochmal durch. Meine Güte, was ist denn los heute? Und das war aber noch nicht der schlimmste Angriff für die, also die Verluste waren sehr, sehr hoch für die amerikanischen Bomber oder für die hunderte Bombergruppe. Im Oktober war dann nochmal ein Angriff auf Schweinfurt und nochmal ein Angriff auf Regensburg, beziehungsweise diese Mission sollte wiederholt werden. Das wurde noch viel schlimmer. Wahrscheinlich kommt das in dieser Serie auch nochmal vor. Wie gesagt, wir sind ja erst bei Teil 4. Und ich will ja auch gar nicht noch weiter einsteigen, weil jetzt passiert ja auch nicht mehr so viel. Aber es ging jetzt erstmal darum, die Angriffsverfahren der Flieger und so weiter. Und was wir jetzt mal machen im Nachgang, das mache ich eigentlich ja mehr auf den anderen Kanälen, aber ich möchte nochmal ran an diese Werfergeschichte, an die Bombenformationen, das ein bisschen aufklären. Wir machen nochmal ein richtig großes Video über diese ganze Angelegenheit mit diesem Double Strike auf dem anderen Kanal, aber da gehen wir noch mal kurz ran, damit ihr noch vielleicht ein bisschen was mitnehmen könnt. Und dann schalten wir noch mal um. So, ich muss doch noch mal eine Szene kurz beleuchten, und zwar gibt es hier eine richtig interessante Aufnahme von dem Luftkampf noch einmal, weil die haben ja, werden ja immer wieder angegriffen, das wiederholt sich, das brauchen wir nicht tausendmal durchgehen, aber also die Aufnahmen sind halt gut. Und hier auf der Map hat man das nochmal gesehen, dass die, und ich springe nochmal eben zurück, das, was ich euch eben erzählt hatte, dass die anderen Gruppen hier noch in England gerade, also auf dem Weg sind oder schon hier rüber, ich würde sagen England-Ärmelkanal. Und dann hier die entsprechenden Jagdstaffeln, die überall stationiert sind. Und dann ist die 100. hier. Und hier ist das Ziel, und dann sollen sie von da aus ja nachher weiter nach Afrika fliegen und dort landen. Mal kurz gucken. Ja, das ist ein 109er, ne? Freunde. Ja, dazu habe ich auch noch ein Video auf dem amerikanischen YouTube-Bereich gesehen. Da hatten sie einen Veteran, der tatsächlich bei der 100. geflogen ist und hat einiges erzählt. Und zu dieser Szene hat er auch gesagt, dass das tatsächlich so war über Stunden. Über Stunden wurden die anderen gegriffen und auseinandergeschossen. Kommen wir gleich mal zum Ausgang dieses Unternehmens Double Strike. So, jetzt noch ein paar Zahlen. Also es sind ungefähr 357 amerikanische B-17-Bomber bei dieser Operation Double Strike eingesetzt worden. Davon wurden 60 abgeschossen. Da jede Besatzung aus 10 Mann bestand, verloren die Amerikaner 600 Mann. Und 176 Bomber waren mittel- oder schwer beschädigt und konnten gerade noch so ihre Einsatzflughäfen wieder erreichen. Interessant ist bei dem ganzen Flakfeuer, es wurde nur ein Flugzeug tatsächlich von der Flak abgeschossen, aber natürlich durch die Splitterwirkung wurden eine ganze Reihe Maschinen beschädigt. Die deutsche Luftwaffe setzte 300 Maschinen ein, verlor davon ungefähr 25, meistens also Jagdmaschinen und auch einige Besatzungsmitglieder, wobei das aber über dem Deutschen Reich passierte. Somit konnten die Piloten aussteigen und wurden natürlich wieder gerettet.
So auf dem Foto hier, wo dieser Soldat diese Werfergranate hält, kann man ungefähr sich vorstellen, wie das Größenverhältnis war von diesen 110 Kilo schweren Raketen, wenn die quasi in so einen Bomberpulk abgeschossen wurden. Hier auch nochmal so ein Schnittbild, damit man sich vorstellen kann, was da wirklich drin war und was auf diese Bomberbesatzung zukam. Ja, und hier nochmal diese Mi-109, wo man unter dem Flügel dieses Abschussrohr sieht und gleich dahinter nochmal ein Bomber bzw. ein Zerstörer, wo man auch sehen kann, dass er zwei von diesen Rohren unter den Tragflächen hatte. Ja, und hier auf diesen Zeichnungen kann man nochmal erkennen, wie das Einsatzspektrum der angreifenden Bomber bzw. Jäger war, um diesen Raketenwerfer oder diese Werfergranate 21 einzusetzen. Entweder seitlich von hinten oder im Pulk von hinten. Und da die Bomber ja in dieser Combat Box flogen, waren sie so eng zusammen, dass natürlich mit dem richtig eingestellten Zündmechanismus die Explosion inmitten des Bomberpulks war und somit natürlich absolut verheerend. Was man natürlich nicht vergessen darf, wenn die Bomber Jagdschutz gehabt hätten und die Jäger und die Bomber, die deutschen Zerstörer, damit angeflogen wären, sehr ja, träge, hätten wahrscheinlich die Mustang-Jäger mit denen kurzen Prozess gemacht. Ja, das nochmal ein kleiner Ausflug zum technischen und geschichtlichen Hintergrund zu Masters of the Air. Ja, und damit kommen wir auch zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Analyse. Ich gucke mir die anderen Teile auch noch an. Wenn da was Tolles noch passiert, mache ich nochmal eine Reaction. Ansonsten würde ich mich über einen positiven Kommentar freuen. Wenn ich was falsch erzählt habe, wie immer, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich packe das dann in den Fehlerteufel. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und auf bald.